Auch in dieser Saison gibt es natürlich wieder die Video-Highlights der Heimspiele des TSV Weilheim in Zusammenarbeit mit dem Techboten. Präsentiert werden Ihnen die Highlights von WUD, dem IT-Systemhaus in Kirchheim-Ödlingen. Mittwochabend, 19.30 Uhr. Herzlich willkommen zum Derby TSV Weilheim gegen den 1. FC Heiningen. Der TSV geht mit folgender Aufstellung an den Start. Im Tor Brenken, davor in der Innenverteidigung Natzis und Heisig, rechts verteidigt Kanaria, links Bauer. Auf der 6 Brück und Tausch, rechts Heim, links Uli Kölli und noch etwas weiter vorne Er und Zacklauer. Felix Lacke, die Nummer 2, Kevin Scholz, die 11, Felix Hummel, die Nummer 18, Samuel Lopez Silva, die Nummer 1. 12. Spielminute, Eckball von der rechten Seite und Brück ist zur Stelle und trifft zum 1:0 von dem TSV Weilheim. Die Heininger im direkten Gegenzug über die rechte Seite und Pascal folgt gleich zum 1:1 aus. Weilheim Mitte der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft mit einigen Chancen. Hier die Größe durch Ferdi eher doch leichtfertig vergeben. Und der Schiedsrichter Philipp Salver pfeift zur Pause. Spielstand zwischen dem TSV Weilheim und dem 1. FC Heiningen 1:1. Jobs mit Niveau und Perspektive gibt es bei First Personal Management in Wendlingen. Die Heininger zu Beginn, die spielbestimmende und bessere Mannschaft. Und hiermit der Riesenchance zum Führungstreffer. Die 57. Spielminute, geniales Anspiel von Tausch auf Heim und dieser trifft zum 2:1 für den TSV Weilheim. Dann die Riesenchance zum 3:1, doch Tausch scheitert am Torwart. Heiningen natürlich bemüht, den Ausgleich in der Schlussphase zu erzielen. Klaren Chancen, aber eindeutig auf Seiten des TSV Weilheim. Unnötiger Ballverlust im Spielaufbau der Weilheimer. Kern fasst sich ein Herz aus fast 30 Meter und trifft sehenswert zum 2:2. Schlusspfiff hier im Derby zwischen dem TSV Weilheim und dem 1. FC Heiningen. Die Spielstatistik wird Ihnen wie immer präsentiert vom Deutschen Haus in Gröbingen.
Ja, bis 3 Minuten vor Schluss hätte die Spielstatistik sehr gut zum Ergebnis gepasst, als es noch 2:1 für den TSV Weilheim stand. Nun lautet das Fazit: unglückliches 2:2 Unentschieden für den TSV Weilheim, da mehr Ballbesitz, mehr Torschüsse und vor allem die besseren Torchancen auf Seiten der Weilheimer waren.